kleinen Bach und probieren ein paar Winterdübel zu fangen. Ja, wir haben es jetzt ja schon Mitte November. Also wie gesagt, ein paar Döbel zu fangen mit ein bisschen Frühstücksfleisch und ein paar Alternativködern. Wir haben zur Not jetzt noch ein paar Würmer dabei, falls es wirklich gar nichts geht. Weil klappt so gar nicht. Es kommt gerade noch ein bisschen die Sonne raus. Das ist eigentlich ganz gut. Ein bisschen kalt, passt gut. Und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt mal schnell meine Montage. Ich habe hier einen Schwimmer dran, einen kleinen Wirbel, zwei Klemmblei. Dann habe ich hier einen Haken, schon Haken mit einem Stück Frühstücksfleisch drauf. Und so probieren wir jetzt gleich noch einen Fisch zu fangen. Wir haben jetzt endlich den Megaspot gefunden. Hier sind wirklich, wirklich 5, 6, 7 Döbel mit richtig schönen 30 cm. Noah probiert es jetzt mit Käse, Auge mit Tauwurm, beide auf Pose, ja. Dann so ein paar kleine Wasserlöchern so, die sind ungefähr einen Meter, ein bisschen tiefer, weil wir gerade haben wir gerade entdeckt. Noah läuft gerade wieder zum Bach. Und dann auf dem Rückweg haben wir da so ein paar Federn gefunden. Hier irgendwelche Knochen, aber die sind vom Vogel, da sind ja auch die Federn daneben. Jetzt Vogelknochen sind das. Lecker. Und hier drüben noch andere Knochen. Da ist eine Wirbelsäule dabei. Und da, ich weiß nicht, ich kann es nicht erkennen. Also, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das ist. Also, ich habe keine Ahnung. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare. Bis jetzt ging nur nichts vom Fischen her. Neues Glück. Da hinten sind schon Biberspuren. Da hat jemand, glaube ich, probiert, den Baum zu fällen. Der ist richtig groß, einer der größten Gumpen an der Lippe und der schönsten. Und vor allem, die hat nicht viel Platz zu werfen, aber auch wenig Deckung. So Leute, Auge hatte jetzt schon den ersten Fisch. Kurz Widerstand, Schwimmer kurz weg, angeschlagen. Kurzen Widerstand. Ja, jetzt an einem wirklich großen Stück Frühstücksfleisch. Jetzt hoffen wir, dass wir noch einen verraten. Bis gleich. Und jetzt im Kescher Petri, Jungs. Richtig schöner Winterdübel, arschkalt, meine Hände frieren gefühlt schon ab. Richtig schön hinten, auch Frühstücksfleisch, ich würde mal sagen, ein bisschen komplett. Schöner Döbel, ich würde sagen 35 hat er. Richtig geiler Frühstücksfleisch. Das sind jetzt ein paar Döbel da vorne. Man sieht die leider nicht in der Kamera. Ich probiere mal ran zu zoomen. Aber es ist echt schwer durch das Licht. Sieht man ja nicht so gut wie gar nicht. Aber sind die ganze Zeit vor mir. Ja. Jetzt haben wir hier die Biber-Bissspuren. Mega krass hier. Liegen hier noch rum. Richtig cool. Ist vielleicht ein bisschen älter. Ist gerade was richtig krass passiert. Da hinten, genau in der Kurve, ist gerade was richtig dickes in die Lippe reingeplatzt. Hat richtig krasse Bugwellen gehabt. Wir vermuten, es ist ein Biber, weil wir hier ein relatives Biberproblem haben. Das sieht man ja hier, die sind überall am Werk. Das war's jetzt mit dem Video. Leider haben wir nur einen Döbel gefangen, aber die Mission ist erfüllt. Döbel auf Frühstücksfleisch. Das hat ganz gut funktioniert. Lasst ein Like dafür in Teil 2. 30 Likes kommt das neue Video. Teil 2 Döbelfischen und ja. Und nämlich bei dem Teil 2 wollten wir nämlich den nächsten Alternativköder testen. Was das für einer ist, das lassen wir euch entscheiden. Also schreibt mal in die Kommentare, was wir als Alternativköder nehmen sollen. Und dann kommt der Teil 2 mit eurem Alternativköder. Bis zum nächsten Mal.